Meister, muss ich das Darlehen an meine Mutter zurückzahlen? Lesung 11667. Ein Mädchen verrät, dass sie vor einiger Zeit einen Kredit von ihrer Mutter erhalten und diesen noch nicht zurückgezahlt hat. In der Zwischenzeit hat sie durch das Studium der Lehren des Meisters erkannt, dass die Zeit gekommen ist, es zurückzuzahlen, und fragt, wie sie sich verhalten soll. Der Meister antwortete, dass sie nicht voreilig sein sollte, dass sie zuerst Klarheit über die Situation suchen sollte. Damals wandte sie sich an ihre Mutter, weil sie nicht die Möglichkeit hatte, direkt bei der Bank einen Kredit zu beantragen, war sie aber nicht von der Rückzahlung befreit. Auf diese Weise würde die Natur ihr, wenn die Zeit reif war, die Möglichkeit geben, den vollen Betrag zurückzuzahlen. Im Gegenteil, der Gedanke, das Geld gehört ja schließlich der Mama, also gehört es auch mir, wurde einerseits die Mutter veranlassen, sich immer wieder an das Restitutionsversprechen zu erinnern, und andererseits die Tochter, diese Last für den Rest ihres Lebens auf ihrem Gewissen zu tragen. Unbequemlichkeit einer solchen Situation könnte sie jedoch dazu bringen, nachzudenken, sich zu verändern und zu wachsen. Sonst würde sie auf ihrem Weg nur auf Hindernisse stoßen. Das Geld der Eltern gehört nicht den Kindern. Bis zum 21. Lebensjahr können Kinder das Geld der Eltern für ihr eigenes Wachstum verwenden. Ab dem 21. Lebensjahr und bis zum 30. Lebensjahr muss die Verwendung des Elterngeldes jedoch zwischen den Parteien von Zeit zu Zeit und der Vereinbarung vereinbart werden, muss respektiert werden. An diesem Punkt mach, was du kannst, nach und nach, schlägt ihr der Meister vor, und fahre mit dieser Idee fort, die fest in deinem Kopf verankert ist. Wenn er dann über die komplexe Beziehung zwischen Väter und Söhnen spricht, schließt der Meister seine Antwort mit der Erklärung ab, dass Söhne der Gesellschaft Gutes tun, wenn sie von ihren Eltern eine konsequente Erziehung erhalten haben. Dieselbe Energie, die die Kinder durch ihre gute Arbeit für die Gesellschaft abgeben, kehrt zu ihren Vätern zurück und ermöglicht es ihnen, das Karma aufzulösen und das letzte Stück des Weges mit Freude und ohne Krankheit zu gehen. Diese leuchtende Energie, die Eltern zurückbekommen, wenn ihre Kinder in der Gesellschaft respektiert und geehrt werden, ist ein Zeichen dafür, dass die Hingabe, die ihnen während ihrer Wachstumsjahre entgegengebracht wurde, ein Werk war, das auch den Vater ehrte.